Bevor wir konfrontieren, muss ich nochmal kurz gucken. September 1980. Okay. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 5. Angelstelle, ja. Genau das, was jetzt muss. Hier ist verschlossen. Wir haben nicht den Generalschlüssel. Höchstens den Zellenschlüssel. Wir können nichts kaufen, aber wir können etwas mitnehmen, was hier so herumliegt. Hier liegt einiges rum. Aber hier geht's raus. Wenn es vorbei ist, werden wir vereint sein im Bliss. Du wirst uns nicht vernebeln. Wir vernebeln dir noch gehörig was. Schau mal, ich gehe einfach um dein Tor herum. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Man wird zurückgesetzt, wenn man zu weit weg ist. Okay, ich darf mich ja gar nicht umgucken. Und ich kann auch nicht rennen, wie beim letzten Mal, als wir den Marshall geholt haben. Sieht schon cool aus. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Dein Sheriff hat dich vom Pfad abgebracht. Aber jetzt versteht er seine Bestimmung. Du, wie sie wieder guckt. Und hat sich in Eden zu uns gesellt. Und wenn du versuchst, ihn aufzuhalten. Was dann? Na, dann kommt er auch um. So wie, wie der Marshall. Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Also werde ich diese Mauer einreißen. Kommst du her? Ey, ich will mal gucken, Moment. Aua, okay. Klitzeklein wenig uncool. Der Servin echt, wenn man unter das Kleid gucken will. Der wird auch immer mit irgendwelchen Blissbällen geschmissen. Das ist gar kein Spiel. Hm. Dein Sheriff war eine Mauer. Eine Mauer zwischen dir und dem Vater. Eine Mauer, durch die du nicht die Wahrheit erkennen konntest. Ja, lass mich doch mal in Ruhe gucken. Also werde ich diese Mauer einreißen. Ich komm halt nicht. Ich darf hier nicht gucken. Sehr fies gemacht. Wer schreit da? Gekonnt, nicht getroffen. Pfeff töten. Das kitzelt, ne? Etwas daneben. Dein Schild ist jetzt so dicht dran. So dicht dran.
daran, dass gibt uns Munition, ist nett. Sein Herz zu lassen. Und wenn er es tut, dann führt kein Weg zurück. Welche ist die echte? Bestimmt die letzte. Wobei, das war jetzt sie, glaube ich, oder? Ging jetzt nicht kaputt, dass ich drauf geschossen habe. 4 Medkits haben wir noch. Wieder ab. Oh. Oh. Nach A ist zu, okay. Ich wollte um den Baum drumherum. Das Ende naht für dich. Fragt sich nur für wen. Warum kämpfst du gegen uns? Du siehst doch, was kommt. Der Vater hat es dir gezeigt. Die Welt stürzt in sich zusammen. Sie ist krank und verdorben. Der hey, wo er krank ist. Bietet dir die Chance loszulassen. Dir keine Sorgen mehr zu machen. Frei zu sein. Na, kommen wieder alle an. Oh. Es werden immer mehr Faves. Oh, wer fasst denn da uns an? Oh, er schmeißt sogar. Nicht komplett leer schießen die Waffe, ansonsten dauert das Nachladen länger. Er ist mächtiger als du glaubst. Jetzt hat sie sich verraten. Nein! Du, aber du kannst seine Schöpfung nicht vernichten. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert sterben. Hä, ging das schon wieder durch? Du kannst den Vater nicht hintergehen! Immer schön Munition uns geben, ja? Du wirst niemals wissen, was ich weiß! Was weißt du denn? Ich würde ganz gerne etwas schneller rennen. Ach ja, jetzt kommt's auf die Nummer. Ungefügig gemacht, mich bedroht. Ich war 17, noch ein Kind. Sie ist ja eine Adoptivschwester der Gebrüder Seed. Der Vater sieht, was du tust. Und er erinnert sich. Wenn er zu alt ist, dann vergisst er das eh wieder. Oh! Hast du schon mal gesagt. Und tschüss. Nein, noch nicht. Oh. Aber jetzt. Wenn ich treffen würde. Uah. Sie sind immer noch nicht kaputt. Hartnäckig, das war jetzt unnötig, aber ey. War der bisher einfachste Kampf, wenn er das schon war. Du willst es nicht verstehen. Du begreifst immer noch nicht, was du tust, oder? Joseph glaubt, er sei unser Erlöser. Aber du wirst es sein, der entscheidet, was passiert. Das ist auch gut so. Du warst der Anfang. Du bist das Ende. Es sollte immer genau so ablaufen. Du folgst dem Pfad. Du rettest deinen Chef.
Du wirst die Heldin sein. Und dann entscheidest du. Und wenn du nicht auf ihn hörst, behält er recht. Ich habe mich gerade gefragt, legen wir jetzt noch eine Blume auf die Brust? Was haben wir mit der Trompetenblume jetzt vorgehabt? Folge dem Pfad. Betritt Faiths Bunker. Die hat auch einen Bunker. Ich frage mich gerade, haben wir sie jemals in Wirklichkeit gesehen, Faith? Mit klaren Augen nie. Schön hat sie es hier. Faith's Gate. Gucken, wie das in Wirklichkeit aussieht. Hier wurde schon wieder markiert. Finde den Sheriff. Wie das hier rauskommt. Stapft hier noch wer? Stapft da noch wer? Jetzt singt er das Lied. Pass ich wieder nicht durch. Is to sing his praise than when we first begun. Oh Gott, die weißen Augen. Ich habe nicht viel Zeit, Rocky. Das Bliss. Du musst es aufhalten. Du musst dich beeilen. Nicht auf blöde Gedanken kommen. Natürlich muss da ein Stuhl stehen. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Du musst dich beeilen, Rookie! Wolltest doch uns gar nicht mehr so nennen. Töte das Bliss, töte alles! Töte das Bliss? Wie soll das denn gehen? Schnell, Rookie! Halt das Bliss auf! Bliss aufhalten. Kann man jetzt wirklich entscheiden, ob er durchkommt oder nicht? Komm hier rüber, Rookie! Schnell! Wer sagt das? Ist das alles wahr? Die jetzt alle so langsam auf? Oh, das ist doch fies. Schneller, schneller. Hier wird's klar, oder? Das sieht jetzt klar aus. Wow. Das ist jetzt wirklich Faiths Bunker. Und zwar in Reinform. Hier wird das Bliss aufbereitet.
Typ da hinten oben gefällt mir nicht. Er hätte jetzt ganz gern ihn geschnappt und dann ihn, aber da hinten ist noch wer. Mist, das wird zu nix. Das haben sie alle irgendwie mitbekommen. Take down, wenn er umkommt. Da draußen ist auch gut. Draußen gesehen. Ah, das tut weh. Ah, oben ist ein Arsch. Oh nein, ich fall ins Bliss. Und jetzt sterbe ich. Ja. Mist. Das war der Knackpunkt, dass da kein fester Boden unter den Füßen war. Nochmal. Du wurdest reingeboren. Folge dem Pfad und finde diese Reinheit wieder. Ist klar. Den ganzen Weg nochmal zurück. Oh nein, die blöden Türen. Warum hätte man das nicht auch noch zwischenspeichern können? Wenn wir jetzt da jedes Mal sterben und dann immer durch die blöden Türen zurück müssen. Also nicht sterben. Der Typ ist echt arm dran, ist der erste, den man umbringt, wenn man hier reinkommt. Und zwar ziemlich gesichert. Zum Glück guckt unser Kopf da nicht drüber. Jetzt kommt jemand vor. Stimmt, da war ja auch noch was. Kriegt jetzt eine Granate? Jo. Oh, nicht schon wieder. Oh Gott, nur noch zwei Medkits. Kacke. Wir müssen unbedingt jetzt diese Anfangsphase überstehen. Ein, zwei, drei, vier, fünf Medkits waren jetzt toll. Warum darf ich hier nicht hoch? Hä? Ah, ja toll. Ob die auch hier rauskommen? Noch nicht. Überall kann uns jemand treffen, ne? Hier nicht. Treffer kassiert, das ist blöd. Granate fliegt wieder. Wo ist der Schmalspur-Hans jetzt? Fliegt wieder was? Wo schmeißen die das denn hin? Also wenn sie es jetzt mal wieder sehen, ja, die wissen gerade nicht, wo wir sind, deswegen ist das gerade eine gute Chance. Hat ihn leider nicht abgebrannt. Kein Medkit, das ist ja blöd. Oh, das war unsere Patrone, aber. Hä? Wo fliegt denn das hin? Komm ich. Hier liegt kein Medkit rum. Zumindest noch nicht. Ich glaube, ich schaue mich erstmal etwas um. Wenn ich jetzt die Ventile mache, dann kommt vielleicht wieder irgendein. Löse ich damit vielleicht irgendwas aus? Na, kann ich hier. Nein. Kann ich hier nicht noch das mitnehmen, was hier herumliegt? Ja, ich weiß, wir haben keine Zeit, eigentlich. Na, gib. Hier oben ist noch eine Waffe da. Gut, dann würde ich mal sagen, nächste Folge dann. Die Ventile abdrehen. Weg mit dem Bliss. Reicht ja schon, wenn zwei gestorben sind.
Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.